Wir sind gerade aufgewacht und dachten uns, ey, lass mal ein bisschen fliegen. Nein, Spaß. Wir haben jetzt Zähne geputzt. Hast du deine Zähne geputzt? Ich spreche gerade für mich und mein zweites Gesicht. Ich bin nämlich sehr fake. Ich habe zwei Gesichter. Doch, Leute, auch Spaß. Das ist, by the way, meine Zahnbürste, wollte ich sagen. Du musst extra zeigen, ich die glaubt. Die ist rosa, richtig süß, gell? Ja, ich habe hier einen fetten Pickel bekommen. Man weiß auch nicht wieso. Und zwar haben wir unser Gesicht gewaschen, haben ins Spiegel geguckt, danach musste ich mich übergeben und habe meine Haare gehalten. Jetzt benutzen wir als erstes, weil nach der Reinigung ist ja immer noch ein bisschen von gestern, was weiß ich, du hast auf deinem Kissen geschlafen, es ist ja nicht alles perfekt sauber. Ja. Wir wollen aber, dass unser Gesicht perfekt gereinigt ist. Deswegen nehmen wir jetzt einen Face Toner von Hello Body und machen das ein bisschen auf unser Wattepad. Und jetzt gehen wir einmal hier rüber. Oh Leute, ich habe seit ein paar Monaten keinen Pickel gehabt und genau heute Morgen perfekt. Guck mal, wie 2021 bei mir anfühlt. By the way, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Oh, ja. Wir haben heute Silvester, sprich heute der 31. Wir verbringen heute den Tag mit unserer Familie. Ich hoffe, ihr hattet auch einen sehr schönen Tag. Was? Guck mal bitte, wie viel da noch drauf ist. Klar, es ist jetzt nicht braun. Da ist schon viel Dreck. Ja, richtig. Obwohl ich mich Dreck. So gut reinige. Oh no. Nachdem der Face Toner drauf ist, ich liebe es einfach. Das riecht so schön nach Kokosnuss. Jetzt benutzen wir die Booster. Das ist mein Booster. Der sorgt für ein ebenmäßigeres und verfeinertes Hautbild. Ich benutze Hyaluron, weil mein Gesicht momentan sehr trocken ist. Das Geile ist, bei Hello Body könnt ihr euch von 4 Boostern, egal wie viele aussuchen, könnt ihr sogar ein Set holen. Horn und ich haben aber jetzt das geholt, was uns fehlt. Und deswegen nehmen wir uns davon jetzt ein paar Tröpfchen. Es gibt noch zwei andere. Eins ist, glaube ich, gegen Falten. Und das andere ist, glaube ich, wenn du Stress hast, kann man das auftragen. Leute, das ist so ergiebig. Wichtig, die Augen- und Mundpartien dabei auslassen. Das pumpt so euer Gesicht auf. Das wird dann so richtig aufgepolstert. Ihr fühlt euch dann voll frisch. Ja. Das nächste Produkt ist diese Feuchtigkeitscreme. Die trage ich und Dutti zusammen auf. Ich gebe euch mal einen Tipp, ne? Wir altern ja alle. Ich weiß, unsere Haut wird niemals nach oben gehen. Die geht nur nach unten. Und deswegen, eine Sache, die ihr euch zu einer Gewohnheit machen könnt, ist, wenn ihr eure Creme drauf macht, dann nie so machen. So nach unten. Geht immer nach oben. Nach oben. So. Und hier unten vor allem. Und nachdem wir die Feuchtigkeitscreme drauf gemacht haben, benutzen wir das hier. Danke, Mann. Also, benutzen wir das hier. Ich wollte sagen. Ich muss mich gerade konzentrieren. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart und zwar die Lippen. Lip Balsam ist bei mir einer der wichtigsten Sachen. Honda weiß ganz genau, ob ich aufstehe, ob ich schlafen gehe, ob ich kurz die Müll schmeißen gehe. Meine Lippen müssen immer so einen Balsam drauf haben. Ich liebe es einfach, wenn Lippen so geschmeidig sind. Ja, nicht so trocken. Und der schmeckt auch richtig lecker. Kennt ihr diese Lip Balsam, die ihr auftreten, dann schmeckt es so nach Creme irgendwie und ihr denkt euch, aber der schmeckt richtig. Sehe ich jetzt nicht krass aus? Spaß. Junge, ey. Jeder kann diese TikTok-Tänze. Ich kann gar nicht tanzen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf meine Hochzeit tanzen soll. Ich mach diese. Okay, soll ich jetzt so auf meine Hochzeit tanzen? Ich gehe so zu meinem Bräutigam. So viel zu unserer Morgenroutine. Natürlich stehen wir auch immer so zusammen im Bad. Ja, normal. Danach machen wir so, ach, Schwesterherz. Kein Platz, Marjörg. Ach, Schwesterherz. Nein, nein, ich mache immer so, bei ihr die Lippen, die auch bei mir die Lippen. Dabei, geh mal raus, Junge, ich hab keinen Platz hier, ich muss auf Toilette. Vor allem, wir haben zwei Bäder, aber keiner geht in das kleine Bad. Das kleine Bad ist nur für Gäste, da geht keiner rein. So, ich bin doch kein Gast, ich wohne hier. Ja, ich will, aber ich ins kleine Bad reingehe, plötzlich fühle ich mich wie ein Gast. Ich mach so, habt ihr noch Klopapier? Ja, ja. Wo soll ich meine Hände abtrocknen? Nee, ich komm rein, ich so, wo ist der Lichtschalter? Kennst du nicht? Das war's mit unserer Morgenroutine, Leute. Das Geilste in der ganzen Sache ist, Hello Body hat euch einen Code zur Verfügung gestellt für Leute, die entweder schon Hello Body Fans sind und sich Nachschub holen möchten oder für die Leute, die es gerne ausprobieren möchten. Und ihr müsst es ausprobieren. Die sind wirklich krass. Ich kann nur sein Gesicht jetzt aussieht. Die sind wirklich, wirklich krass. Mit dem Code JT. 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 Ihr seid Family und wir sind JT. Mit dem Code JT40 bekommt ihr 40%. 40%, Guys. Auf alles. Ohne! Gar nichts, krass! Ohne! Mit den Bestellwerten, das ist das Krasseste. Den Link zum Shop findet ihr dann unten in der Bio. Genau. Wir sind jetzt fertig geschminkt. Wir haben für diesen Look wirklich gerade 10-15 Minuten gebraucht. Ganz easy. Das ist so gold. Immer wenn wir irgendwo nur kurz einkaufen gehen, schminken wir uns so krass. Und für Geburtstage und an Feiern geht unser Make-up immer so richtig kaputt. Also unser Make-up ist einfach immer richtig am Arsch. Heute ist chillig. Ja, Mann. Ist okay. Heute hatte keiner Zeit, Auge zu machen. Auf jeden Fall zeigen wir euch mal kurz unsere Outfits für Silvester. Willst du mich ganz kurz filmen? So? Of course. Jetzt kurz Kamera. Nein. Hund, Alter. Also Leute, ich zeige euch gleich mein Outfit, das ich anziehen wollte. Aber jetzt wegen Corona und sowas sind wir alle zu Hause. Und deswegen habe ich mir so gedacht, komm, ich ziehe was Schickes an. Connor, was gibst du mir von 1 bis 10? Ich gebe dir eine 10.
Gut, die Socken sind schon eine Woche alt. Nein, Leute, ich wollte eigentlich was ganz, ganz anderes anziehen. Ich hatte mir schon ein Outfit eigentlich bereit gemacht. Aber ich wusste nicht, dass es immer noch so schlimm sein wird an Silvester, dass wir so zu Hause bleiben und nirgends hingehen können, weil sonst wären wir, glaube ich, nicht an Silvester hier gewesen, sondern weggegangen. Und deswegen habe ich auf die Schnelle, ich schwör's, ich habe gerade in den Schrank einfach so, was ziehen wir heute an? Habe ich rausgeholt. Sieht fresh aus. Tutti kann's. Leute, kommentiert mal in die Kommentare von 1 bis 10, was gibt ihr meinem Outfit, ja? Leder. Stellt euch mal vor, ich hätte es noch so, warte mal, warte. Ihr stellt euch mal vor, ich hätte noch diese hohen, diese geilen Schuhe, so angelehnt auf diese, wie heißen die, Louis Vuitton oder sowas? Ja. Genau, keine Ahnung, wie die heißen. Stellt euch mal vor, ich hätte die hier an, zu diesem Outfit. Ist ja so krass, Mann. Aber krass. Gut, ich zeige euch jetzt mal, was ich eigentlich anziehen wollte. Und zwar hatte ich mir bei Zara dieses Kleid für Silvester gekauft. Schaut mal, wie das funkelt, Leute. Das Kleid ist so geil. Ist aber nicht mehr aktuell. Also es gibt es nicht mehr bei Zara. Das steht mir wirklich... Ach, ich will nicht... Krank. Brauch mal gar nichts mehr sagen. Guck mal, dahin bin ich. Krank. Zu diesem Kleid hatte ich mir extra diese Schuhe entweder bestellt, aber dann dachte ich mir, ah nee, die passen gar nicht so gut. Und deswegen... Die anderen haben mehr gepasst. Genau. Und deswegen hatte ich mir die Schuhe bestellt. Ja. Und, also nicht bestellt, die habe ich mir eigentlich so gekauft im Laden. Und die passen eigentlich ganz gut. Und das wollte ich unbedingt anziehen. Voll traurig. Tut dir schon so lange drauf gefreut. Ich habe zugenommen. Corona... Jetzt läuft alles schief irgendwie. Und jetzt habe ich Socken an. So schnell kann es laufen, Leute. Okay, Leute, das ist mein Outfit. Bei mir ist halt der Vorteil, ich kann eine Hose anziehen, ein schönes Oberteil, aber mein Gesicht ist das, was ich Das ist das, was ich eigentlich anziehen wollte. Diese rosa Jogginghose hat mir halt total gefallen, hat ich bestellt. Dachte ich, muss ich haben. Du Hund! So eine rosa, ne? Total schön. Hier ist auch ein Fleck drauf. Passend zu deinem Lidschatten. Ja, passend auch zu meinem Lippenstift. Dann der Hoodie dazu passt gar nicht farbig. Ich dachte, genau. Oh mein Gott. Passend zur Pandemie. Dann dachte ich, Colorblocking. Pink, rot, gelb, schwarz. Den wollte ich eigentlich anlassen. Aber ich dachte mir, ne komm, hab mir so ein schicker. Genau, dann noch Jurassic Park. So. Aber das ist echt, also das Oberteil ist echt schön. Das gefällt mir richtig. Wenn die hier so aufgepolstert sind. Junge Horner, kein Mädchen auf dieser Welt ist hübscher als du. Nein, merkt ihr du das? Du bist die allerhübscheste. Halt's Maul. Fällt euch auf, immer wenn ich Horner pushe, pusht sie mich. Aber sie pusht mich nie als erstes. Hä, hab ich doch gerade eben. Sowas. Nur mal so meine Schwester, erlaube ich das. Aber mit Freunden direkt weg. Wir sind jetzt in der Küche. Wir haben Haare geglättet, um dann einen Zopf zu machen. Ja, Mann. Wir haben es jetzt so aufgeteilt, dass Horner den Kuchen machen wird. Und den Salat später habe ich noch gar nicht gesagt. Du machst noch den Salat. Nee, schon klar. Ich mache das Abendessen. Und ja, dann schaffen wir das halt. Leute, so um 8 Uhr. Schaut mal, wie süß. Ich habe einen Schätzer gezogen. Geschäftsfrauen ziehen keine Schürzen an. Boah, das kam gerade fett auch gerade drüber. Das Geile ist, ich mache gerade hier ein paar Kartoffeln, da habe ich das Geschirr klein geschnitten. Hier ist schon der fertige Kuchenteig. Also, du kannst ihn reinmachen, gell? Achso, jetzt fertig, ja. Ich mache mal so 20 Minuten erstmal, dann gucken wir. Ich schäle jetzt noch ein paar Karotten. Verdammt, scheiße. Und werde es hinzufügen. Dann noch ein paar Zwiebeln und dann werde ich es reinmachen mit Olivenöl, so schön gewürzt, damit ich es in den Ofen mache und das ist schon mal so fertig. Auf der anderen Seite haben wir Nudeln mit einer selbstgemachten Spinat. Pesto-Soße. Ja. Und dann gibt es noch Hähnchenfleisch für die Leute, die Fleisch essen möchten. Und dann macht einen schönen Salat. So, auf dem Teller haben wir dann so Nudeln mit Kartoffeln, Salat und Fleisch für die Jungs. Das Geile ist, die Nudeln, die mache ich zum ersten Mal. Das hatte ich gesehen auf TikTok. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt auf TikTok, aber der sagt immer, ich bin zwar kein Chefkoch, aber so mache ich es. Und der ist voll sympathisch. Und der war einfach auf meiner For You und hatte irgendwie so eine Pesto-Soße selbst gemacht. Ich so, boah, das mache ich an Silvester. Auf jeden Fall, also John, falls du das siehst, danke für dein Rezept. Du hast da keine Mengenangabe gegeben, aber ich mache nach Gefühl. Ich brenne gerade ein Ei. Ich weiß nicht, ob ihr unser Video geguckt habt, wo wir gesagt haben, was wir kochen möchten für Silvester. Wir wollten ja so ein 3-Gänge-Menü auf Wish gemacht. Ey, den Topf wollte ich für die Suppe. Echt? Egal, wie waschen wir dann. Ja, wie waschen wir. Und Vorspeise war ja so eine Blumenkohlsuppe. Ey, macht es einmal. Das schmeckt so lecker. Schmeckt wirklich sehr lecker. Probiert es auch. Das schmeckt wirklich sehr lecker. Davon haben wir 2 Packungen. Das ist zwar jetzt so fertig gemacht, aber ist nicht so schlimm. Hab meiner Mom schon erzählt, das ist eine fertig gemachte Suppe. Die so, ich liebe euch trotzdem. Ich seid ihr eine Enttäuschung. Ich so, ich hab nie was von euch erwartet. Sag ihr, was sind deine Vorsätze für 2021? Was sind Ihre Vorsätze für 2021? Meine Vorsätze für 2021 sind, das soll ich mal ehrlich sagen. Erstens halte ich für diese Vorsätze ja gar nichts, aber ich will wirklich so paar Sachen ändern. Ist dein Kuchen, gell? Chill, tut die Rede gerade und hat dann gar kein Chemis. Ja? Mich fest. Denk mal, ich muss kurz. Geh mal weg, Mann, ich muss kurz. Oder der ist hochgekommen, ja. War, ja. Was ist das? Damit hat keiner gerecht. Der hat Pickel bekommen, wie ich hier. So. Oh, shit. Du bist so ein Keck, Junge. Aber was machst du? Heiß du. Hund. Was machst du? Schnell, mein Finger. Verbrennt, schnell. Oh, der ist fertig. Perfekt. Oh. Was? Ah, mein Finger. Wir machen jetzt. Ah, mein Finger.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, das Einzige, was ich machen möchte für 2021, also meine Vorsätze, sind, dass ich nicht mehr so pessimistisch bin, weil ich bin echt sehr pessimistisch. Ich denke immer so negativ. Weißt du warum? Ich will so ein bisschen, ich sag mal, spontaner werden. Weil zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ey, lass morgen nach Paris fahren oder so. Natürlich, da mache ich mit und so. Aber was ich damit meine, ist, ich muss immer alles so durchplanen. Was machen wir dann? Wo gehe ich da? Was mache ich so? Ich muss immer so viel planen. Echt, du, die sind dabei echt Gegensätze. Genau. Und wenn ich zum Beispiel Sachen nicht plane oder wenn sie da nicht so nach Plan laufen, dann bin ich genervt. Dann bin ich echt genervt. Also, Tutti hat jetzt jahrelang nach ihren Vorsätzen 2021 schon um, bis die Vorsätze gesagt hat. Komm zum Punkt. Ich fand das Jahr, es war natürlich scheiße. Corona, das, Ausgangssperre, Lockdown, alles blöd. Aber wir sind gesund, unserer Familie geht's gut. Ich mach grad Deep Talk. Sorry. Also sind wir gerade auch. Ja, unserer Familie geht's gut, alle sind gesund und so. Deswegen kann es hier gar nicht so schlimm sein. Ich bin einfach zufrieden, so wie es jetzt gekommen ist. Ich hoffe, 2021 wird es natürlich besser, aber wir fangen schon mit Corona an. Also so besser kann es auch nicht laufen. Ja, wir sind so dankbar, dass wir nicht erkrankt sind. Dieses Jahr ist also vergangen. Also wirklich keiner von unseren Verwandten, Freunden und so. Also allen geht's gut. Und das Krasseste ist, wir gehen aus diesem Jahr raus, ohne einmal in Quarantäne gewesen zu sein. Mhm. Oder Corona gab es. Wir waren wirklich noch nie in Quarantäne. Im Endeffekt, ich wünsche mir einfach für 2021, ich mache mir jetzt keine großartigen Hoffnungen oder Vorsätze, weil ich gesehen habe, 2020 hat mich so... So einen Klatsch gegeben. 2020 hat mich so aufgeweckt. Der hat so gemacht. Junge! Du tust mir weh. Du tust mir weh. Deswegen wünsche ich mir für das kommende Jahr Gesundheit, weiterhin Freude mit euch, Spaß an dem, was ich tue und mein Abitur. Das war's. Peace out. Und Führerschein wäre auch ganz cool. Danke, Corona. Ey. Du hast mich dreimal reingeschissen. Oh, schmeckt so lecker. Ich liebe Schokopudding. Na, ich mag den auch. Der ist gut, geht. Voll lecker. Danke. Hast du ihn selbst gemacht und dafür würde ich dir einmal... Nein, küss meine Hand einfach. Halt mich schon fest. Halt mich schon fest, so nach hinten, genau. Nein, nein, so, ich will ein bisschen aggressiv wirken. Okay. Da kann ich auch so festhalten bei dir. Mach die fette Studio sauber. Macht! Nein, jetzt halt mich fest. Jetzt halt mich fest. Schließ die Schuhe. Schließ die Schuhe, ihr Klein. Eröffnet den Winterstay bei Zara. Guckt mal die Leute, die in meinen Kuchen rein. Das hast du gemacht, Mann. Das macht man so. Nein. Guck mal. An die Albaner, wenn man Triletsch macht oder so, ja? Dann machst du ein paar Löcher und dann zieht jetzt nicht ein. Guck mal, ich sag, das ist zu viel Milch. Tutti sagt doch, das zieht er ein. Guck mal. Das macht Breakdance. Das macht. Jetzt zieht sie ein. Ja, immer steht sie gerade. Guck mal, wie viel Milch, ja. Deswegen, ich mag so viele Kuchen. Ich nehme die Milch jetzt weg. Oh mein Tutti. Was Gott, die arme Kuh, die es produziert hat. Nein, arme ich. Ich war jetzt die ganze Zeit am Machen, damit du mit Milch kommst. Das macht es jetzt nicht, weil du so gemein bist. Ich schwöre, hätte ich auch schon mal. Und weißt du, was sie gerade macht? Die macht mehr Löcher rein, damit es da reingeht. Aber das geht nicht. Das war mal Schoko, jetzt ist Vanille. Nein, ich wollte euch nur zeigen, wie unnütz die Stutti ist. Danke, ciao. Danke für Rauchmann. Wir sind jetzt eigentlich fertig geworden. Wir haben 19.56 Uhr und wir sind pünktlich fertig geworden um 8 Uhr. Krass, gell? Ich zeige euch mal kurz, wie weit wir gekommen sind. Horner macht nämlich gerade den Salat. Hi, ich mach grad den Salat. Das ist, Leute, die Pesto-Soße. Jo, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, das zu machen. Jam, kurze Bewertung. Das war schwieriger als gedacht. Weil wir haben einfach die Blätter gewaschen, reingemacht in eine Schüssel und dann wollten wir das so pürieren. Und es hat nicht funktioniert, nicht so. Aber das macht auch gar keinen Sinn. Deswegen habe ich es dann angebraten mit dem Pinienkern zusammen. Und dann wird der, also es verliert ja dann an Volumen und dann wird es so platt. Und dann, als es platt war, haben wir es schön püriert, ne? Ja, es ist richtig krass geworden. Also hier, das ist die gesündeste Soße, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Hier ist unsere Fertigsuppe. Hier sind unsere fertigen Nudeln. Und wir machen gleich die Soße hier rüber. Geht's? Okay. Unser Gemüse ist auch schon fertig. Sieht sehr gut aus. Wenn man lange in der Küche ist und alles vorbereitet und am Ende dann fertig ist, dann ist man einfach nur zu müde. Man hat dann irgendwie keinen Bock mehr zu essen. Und so ist es gerade bei mir. Leute, wir haben es gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Und wir haben gerade die Geschenke aufgemacht, weil wir Albaner feiern ja so Silvester mit Geschenken und was weiß ich. Unsere Mama hat uns einfach kabellose, goldene Kopfhörer gegeben. Ich hab die Uhr, ich hatte gerade schon. Golden. Danke, Mom. Danke. Oh. Danke, Mom. Auf jeden Fall haben wir eben mit unserer Kamera und dem Selbstauslöser Familienfotos geschossen. Und Horner sagt so, Leute, ich habe jetzt den Timer eingestellt in 10 Minuten. Aber dann wir treffen uns alle 10 Minuten genau hier. Ich meine 10 Sekunden. Happy New Year! Leute, frohes Neues. Guten Rutsch. Danke an alle Supporter. Danke an alle, die dieses Jahr dabei waren. Mach mal nicht so einen Namen gesagt. Okay. Okay, jetzt mit
natürlich. Danke an alle unsere Supporter und die dieses Jahr dabei waren. Jetzt startet 2021. Inshallah in Glück und Gesundheit für euch und eure Familien. Startet das Jahr zusammen mit uns. Abonniert den Kanal. Und dieses Jahr werden wir zusammen auseinandernehmen, Leute. Ich freue mich richtig. Jo. Es hat erst jetzt alles angefangen. Danke für euren Support. Wir wünschen euch nur das Beste. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.